nämlich wissen, Herr Sonneborn, Sie fordern, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Glauben Sie wirklich, dass das die Angehörigen der Maueropfer witzig finden? Nein, das glaube ich nicht, aber es reicht, wenn wir das witzig finden. Die Wahlen werden nicht von den Angehörigen der Maueropfer entschieden, sondern von den Leuten in Ostberlin. Und ich glaube, dass die das schätzen werden, wenn wir ihnen die Mauer zurückversprechen. Ich hoffe es jedenfalls. Mhm. Frage ich dann doch mal neben mir weiter. Gibt es hier Fragen? Wie wäre es mit dir zum Beispiel? Können Sie auch ernsthafte Antworten geben? Wenn Sie eine ernsthafte Frage stellen, gern. Das an sich, dann würde ich ihr doch beispringen, war doch eine sehr ernsthafte Antwort, Frage. Ich frage mal, ich will es vielleicht mal von meiner Seite ergänzen. Haben Sie eigentlich auch selber eine politische, klare Meinung oder ist alles immer Teil des Gesamtkonzepts? Fragen Sie das Bundesvorsitzende anderer obskurer, kleiner, populistischer Parteien auch? Nö, ich habe Sie gefragt. Ja, interessant. Ich glaube, dass die Mauer ein Projekt ist, das uns große Sympathien im Westteil des Landes bringt. Und wir haben vergessen, dass die Wahlen in Berlin im Ostteil der Stadt entschieden werden. Deshalb haben wir das massiv rausgestellt in unserem Wahlprogramm und wir werden das nach dem heutigen Abend korrigieren. Okay. Herr Sonneborn, vielen Dank. Und wir gehen weiter zu